Klettern auch dann, wenn es eine Mauer von Sorgen gibt. So lässt sich derzeit die Entwicklung an den Aktienmärkten beschreiben. Und über die Hintergründe dieser Entwicklung spreche ich jetzt mit dem Chefvolkswirt der Netfonds AG, mit Volker Hellmeier. Wenn wir das erhalten wollen, dann brauchen wir noch bessere Lösungen, definitiv, als das jetzige, was wir jetzt haben. Ist etwas, was mit heißer Naht genäht ist durch die Politik, mit Subventionen auf die Beine gestellt worden ist. Das kann man nicht in die Ewigkeit extrapolieren. Ich mag so etwas nicht. Das ist Opportunitätspolitik. Das ist keine Strukturpolitik. Was wir brauchen, ist Strukturpolitik. Die Aktienmärkte scheinen derzeit nur eine Richtung zu kennen, nach oben. Aber warum eigentlich? Das möchte ich jetzt besprechen mit Volker Hellmeier, dem Chefvolkswirt der Netfonds AG. Hallo, Herr Hellmeier. Hallo, Herr Kerscher. Herr Hellmeier, wie erklären Sie sich eigentlich diese durchaus starken Aktienmärkte derzeit? Es ist in meinen Augen eine interessante technische Komponente dabei. Wir haben einmal eine starke Aufwärtsbewegung gesehen von den Tiefskursen wegen veränderter Zinserwartung unter anderem, aber auch einer resilienteren, einer widerstandsfähigeren Konjunktur. Die Wirtschaftsdaten, die wir bekommen jetzt, waren alle nicht so schlecht wie erwartet. Zum Beispiel die BIP-Daten für Deutschland, für die Eurozone als Beispiele. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist auf diesem erhöhten Niveau, dass wir im Englischen heißt es, einen Ansatz haben, climbing against the wall of worry. Wir steigen an gegen eine Wand der Angst. Also es gibt keine aggressive Traute, jetzt weiter Long-Positionen aufzubauen. Was wir sehen ist, dass man versucht, die erhöhten Niveaus nutzen, um abzusichern oder Gewinne zu sichern aus kurzfristigen Geschäften. Aber am Ende springt der Markt wieder hoch. Und das ist für mich Ausdruck dafür, dass der Markt eben überhaupt noch nicht auf der Long-Seite, also mit Aktien, so positioniert ist, dass ein Sättigungseffekt vorhanden ist. Und das ist eine perfekte Grundlage dafür, wenn sich diese Konstellation so fortsetzt, dass der nächste Ausbruch wieder nach oben stattfindet, dass wir zumindest stabile Märkte zunächst einmal weiter haben werden und dass die Chance auf die Jahresendrallye bei 60% liegt, also positiv konnotiert ist. Das einzige Risiko, und da möchte ich darauf hinweisen, ist, dass es in der Geopolitik zu Verwerfungen kommt, die bisher eben noch nicht an den Märkten eingepreist sind. Das ist nicht mein favorisiertes Szenario. Ich bin bei diesen 60%. Okay, das heißt, es ist ein gutes Umfeld, wenn die Aktienkurse zwar steigen, aber dann auch wieder erst in eine Seitwärtsbewegung gehen, bevor sie wieder ansteigen. Ist das richtig? Genau so ist es. Es gibt damit keine Überhitzungserscheinung, keine Euphorie, sondern nochmal ist es eben ein Anstieg vor dem Hintergrund immer noch gegebener Ängste. Und wenn wir in die Historie schauen, sind das die nachhaltigsten Aufwärtsbewegungen, die sich aus solchen Entwicklungen speisen. Ich will ja Ihren Optimismus nicht dämpfen, aber wenn ich mir die Prognose des Bundesverbandes der deutschen Industrie für 2023 anschaue, dann steht ja vor allem eins in der Überschrift: Es wird düster. Wird das in irgendeiner Form und welche Rolle wird das spielen? Das spielt natürlich eine Rolle. Also wenn es Deutschland, der wichtigsten Ökonomie innerhalb der Europäischen Union, nicht so gut geht, wenn wir also mit einer Kontraktion zu rechnen haben, und genau das sagt der BDI, dann ist das grundsätzlich nicht positiv. Aber wir müssen hier differenzieren. Und das ist das, was häufig nicht gemacht wird. Man schaut immer auf deutsche Aktienwerte als Beispiel, wenn wir die mal als Pendant nehmen wollen, unter der Brille der deutschen Volkswirtschaft. Das sind doch global agierende Unternehmen, die an der Weltwirtschaft selber hängen. Und das weltwirtschaftliche Wachstum, da haben wir keine Kontraktion, da werden wir im nächsten Jahr etwas erwarten dürfen, voraussichtlich zwischen 2,7 bis 3%. Und sollte es zu einer Entspannung in der Geopolitik kommen, könnte es auch noch höher ausfallen. Also von daher ja, wenn wir über Volkswirtschaft reden, müssen wir Deutschland spezifisch anders betrachten als die Weltwirtschaft. Das ist die Kernaussage. Ja, für uns haben sich die Terms of Trade, die Bedingungen für unseren Wirtschaftsstandort im laufenden Jahr deutlich verschlechtert. Das manifestiert sich in den aktuellen Prognosen seitens des BDI, seitens der Industrieverbände insgesamt, auch von Seiten der BGA, dem Lobbyverband der Außenwirtschaft. Also das sind alles Aspekte, die spielen eine Rolle und die sind nicht wünschenswert, aber sie sind nicht 1:1 korreliert mit dem Aktienmarkt. Der Aktienmarkt handelt hier etwas anderes und er handelt auch immer ein Stück weit Zuversicht oder sagen wir Zukunftsaussichten. Und was aktuell in diesen gesamten Prognosen drin ist, ist eine Fortschreibung des gegebenen Status quo. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Status quo sich ändert.
Die Risiken sollte man dabei im Auge haben, aber auch die Chancen, die sich unter Umständen vor diesem Hintergrund auftun. Denn eins lässt sich feststellen, und das sagte jetzt auch Bundeskanzler Scholz in jüngster Zeit, man hat erstmal diese Versorgungskrise im Griff. Ja, und wir haben auch Zeit gewonnen bis Mitte 2024, die unseren Unternehmen am Standort Deutschland eine gewisse Preissicherheit und Versorgungssicherheit bieten können. Und aus dieser Konstellation heraus ist erstmal Stabilität auch für den deutschen Wirtschaftsstandort in meinen Augen besser aufgestellt, als es noch vor ein, zwei oder drei Monaten absehbar war. Und das wird an Aktienmärkten eben auch bewertet. Ja, Stabilität ist ja so ein Punkt. Also wenn man sich jetzt die neueste Studie des Wirtschaftsforschungsinstitutes IFO anschaut, und die haben eine Umfrage gemacht zum Gasverbrauch im Unternehmenssektor, mit folgendem Ergebnis: 60% der Unternehmen nutzen Gas, 75% davon haben Gas jetzt schon eingespart. Aber mehr scheint da auch nicht mehr zu gehen. Also die Wirtschaft scheint teilweise sozusagen auch zumindest energiemäßig am Limit zu produzieren. Genau das ist. Man hatte alles optimiert, was man optimieren konnte innerhalb der Wirtschaft. Und damit haben wir eben auch die Erfolge, dass die Gasfüllstände bei uns in Deutschland über 99% liegen. Das ist alles gut, aber wir kommen hier an die Grenzen der Möglichkeiten. Und ich finde diese Studie sehr sinnstiftend zum jetzigen Zeitpunkt, um eben auch Handlungsdruck für Politik aufzumachen. Fakt ist, wir leben in einem energetischen Zeitalter. Ohne Energie geht nichts. Der deutsche Industriestandort ist der energieintensivste Industriestandort der westlichen Welt. Und von daher, wenn wir diese Strukturen, die Beschäftigung daran liegt, die gesellschaftspolitische Stabilität, die davon abhängt, wenn wir das erhalten wollen, dann brauchen wir noch bessere Lösungen, definitiv, als das jetzige, was wir jetzt haben. Ist etwas, was mit heißer Naht genäht ist durch die Politik, mit Subventionen auf die Beine gestellt worden ist. Das kann man nicht in die Ewigkeit extrapolieren. Und es geht dabei um einen Aspekt, der in dieser Studie nicht zum Tragen kommt. Es geht um die Frage, wie geht es weiter mit dem Investitionsstandort Deutschland? Und dabei spielt der Blick auf das laufende Jahr, auf das kommende Jahr oder 2024 keine Rolle. Für Investitionen habe ich Zeiträume von 10 bis 20 Jahren. Und wenn hier nicht investiert wird, dann wird durch Abschreibung unser Kapitalstock, von dem wir alle leben, alle Einkommen generieren sich daraus für Staat, private Haushalte, dann wird der Kapitalstock geringer. Und dieses Thema, das sage ich ganz deutlich hier, ist nicht adressiert. Und insofern werden wir jetzt auf Sicht der nächsten ein, zwei Jahre, solange dieses Thema nicht zufriedenstellend adressiert ist, werden wir eine Investitionszurückhaltung, und das ist das Vornehmste, was ich sagen kann, erleben in Deutschland mit einem geringeren Potenzialwachstumspfad, der sich daraus ergibt. Also das ist eine Bürde für die Zukunft. Das eine ist Situationsmanagement. Das war nicht schlecht für die aktuelle Situation. Das andere ist das perspektivische Management für den Standort. Und da gilt es viel mehr zu tun. Und darüber hinaus möchte ich auf eins hinweisen, in dem Kontext. Es gab jetzt die Gespräche zwischen dem französischen und deutschen Wirtschaftsminister in Paris, wo man erkennt, dass die aktuelle Subventionspolitik der USA den Standort Europa gefährdet. Ich freue mich, dass das gesehen wird. Das ist ein wenig spät. Man hätte es früher wissen können. Und dass man jetzt diese Themen aufnehmen will. Man agiert hier aber im Sinne von, wir wollen mal mit den USA reden. Was in den USA passiert ist, dort werden Fakten geschaffen, die zu Lasten der europäischen Standorte gehen. Und da reicht es nicht nur zu reden, da gilt es auch wirklich eine konzertierte Aktion zu starten, die die Interessen der europäischen Bürger, der europäischen Unternehmen auch in dem Maße wahrnimmt, wie wir es verdienen. Das neue US-Investitionsgesetz, das Sie angesprochen haben, das ist nochmal Gegenstand eines ganz eigenen Gespräches. Das würde ich gerne vertagen. Ich würde gerne jetzt nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, das mir aufgefallen ist, als ich die Medien gesichtet habe, nämlich das FDP-geführte Finanzministerium plant eine Übergewinnsteuer. Das will heißen, wenn der Gewinn 20% höher ist als der Durchschnitt der letzten 3 Jahre, dann wird das mit zusätzlich 33% besteuert. Was halten Sie denn eigentlich von einer solchen Idee? Ich halte von der Übergewinnsteuer gar nichts, weil von der Theorie, von der Logik her, müsste es dann ja, wenn die Politik dafür sorgt, dass ein Sektor besondere Gewinne macht, was hier der Fall ist, dass es dann eine Übergewinnsteuer gibt. Wenn die Politik auf der anderen Seite Gesetzgebung macht, die die Unternehmen belastet, müsste es ja auch einen Untergewinnsteuerabschlag geben. Also was hier gemacht wird, ist systematisch erstmal in meinen Augen verkehrt.
Warum ist es verkehrt? Weil es damit Investitionsbereitschaft in den Sektor, der aufgebaut werden muss, unterminiert. Das heißt, ich habe vorne im Cashflow eine positive Entwicklung für den Staat, der im Moment sehr viel Geld für Subventionsprogramme ausgibt. Aber ich unterminiere damit genau das Ziel, das ich erreichen will. Das Problem, das ich dabei zusätzlich sehe, ist, dass das natürlich keine Kür unseres Finanzministers Herrn Lindner ist, sondern dahinter steht auch eine europäische Initiative. Und insofern vollzieht er am Ende nur das nach, was von Europa ultimativ auch vorgegeben ist. Und das ist sicherlich ein Manko für den Standort Europa. Das sage ich hier ganz deutlich. Ich mag so etwas nicht. Das ist Opportunitätspolitik. Das ist keine Strukturpolitik. Was wir brauchen, ist Strukturpolitik, damit genau die Strukturen durch Investitionen entstehen, die wir haben wollen, die auch auf der politischen Agenda sind. Und mit dieser Maßnahme, die kurzfristige Entlastung an Punkt A, B, C bringt, riskieren wir das langfristige Ziel, das wir uns selber gesetzt haben. Und so etwas ist nicht smart, es ist noch nicht mal intelligent. Ein Mann, ein Wort, klare Worte zur Übergewinnsteuer und zum überraschend stabilen Aufwärtstrend an den Aktienmärkten. Das war Volker Hellmeier, der Chefvolkswirt der Netfonds AG. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hellmeier. Gerne.